Weil da, ich habe dir erzählt, dass ich da gestern halt so eine Phase hatte, ein paar Stunden lang, wo meine Gedanken mich regelrecht gequält haben und dass da so ich das nicht wirklich abschalten konnte, weil das halt auf meinem Bildschirm dann alles so aufpoppte wie eine Mail, wie eine Spam-Bombe und diese ganzen blöden Gedanken, die dann da alle hochkamen, während ich halt in mir aufräumte. Das gehört nun mal einfach dazu. Und deswegen, du sagtest dann, als ich dir davon eben erzählt habe, da musst du einen Adblocker da reinsetzen. Und ich fand die Idee ziemlich cool, weil das wäre das, was ich gestern eigentlich gebraucht hätte. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie würde man so einen Adblocker denn programmieren? Und dann habe ich mir aber noch die Frage gestellt, ist er denn wirklich sinnvoll? Weil ich habe es ja auch so überlebt. Und ich glaube, der App-Blocker ist gar nicht wirklich nötig, wenn wir was anderes anwenden, nämlich die Gelassenheit, die uns dazu verhilft, uns diese Horrorszenarien, die uns da gerade so richtig gruselig das Leben zur Hölle machen, hinzunehmen. Und sie wie einen Horrorfilm anzugucken. Verdammte Scheiße, wir gucken uns das 1 bis 7 an und was weiß ich was alles für Horrorfilme und dann fangen wir an zu weinen, wenn unsere Gedanken dem entsprechen. Wenn wir merken, da sind gerade nicht so tolle Gedanken in uns und wir uns irgendwelche Filme schieben, dann lohnt sich das, habe ich gestern Abend sehr extrem festgestellt, dass man sich die anguckt. Und man lernt daraus und ich fand das jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Also eigentlich habe ich dann aufgehört, den Adblocker zu programmieren, weil ich inzwischen eigentlich sehr dankbar für diesen Horrortrip gestern war, weil ich was daraus gelernt habe. Und zwar darüber, wie ich solche Horrortrips demnächst ganz anders wahrnehmen kann. Und sie wahrscheinlich auch insgesamt, also sie werden insgesamt so wahnsinnig viel weniger, das ist nur noch ganz selten passiert, dass ich das überhaupt so habe. Und deswegen kann ich mich da sehr beruhigen. Ja. Die Sonne ist so schön, ne? Und das Grün ist so schön. Und die Vögel singen so schön. Guck da, als hätte ich, siehst du? Ja, du auch. Dich hören wir auch. Tito, möchtest du was dazu sagen? Ja, willkommen im 2020-Land. Ich find's richtig geil hier. Alle reden davon, mir die Haare zu schneiden. Kein Schwein tut es. Und ich kann im Wald rumlaufen und aussehen wie der letzte Waldschrat. Mich in allem rumwälzen und alles bleibt an mir hängen. Ich find's richtig geil. Und wenn ich mich dann in Papas Bett lege, dann fällt das da alles ab von alleine. Ja, guckst du, ne? Du bist so ein Drecksackhund. Ach, hast du ein Glück, dass du so süß bist. Mhm. Ne? Gucken wir an. Ja, Frieden und Liebe und Ruhe raus ins 2020-Land. Früher hieß der Planet mal Erde, ne? Ja, stimmt. Ja. Heute heißt er 2020-Land. Und fühlt sich so schön an. Und sieht so schön aus. Und hört sich so schön an. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit, siehst du diese ganzen fliegenden, ja, was auch immer das Insekten. Ist? Insekten. Die würde ich gerne mal filmen, aber da komme ich aber nicht. Aber sie sind so klein, ne? Mhm. Da. Klein und schnell sind die. Und leben da vor sich hin. Das sind bestimmt irgendwelche Wiesen. Ach, guck mal, die eine, siehst du, die hat jetzt voll Scheiße. Die hat voll Drama gerade. Guck mal, da voll die Heulsusenmücke. Die sehen nicht aus, als hätten die irgendein Problem, ne? Die leben da vor sich hin, die müssen nicht auf irgendeinen nächsten Ersten hinleben, die haben keinen müssen nicht arbeiten gehen. Stress, nicht? Ne, die müssen nicht arbeiten, die leben so wie alle anderen Spezies. Alle anderen Spezies bekommen das hin, einfach zu leben und durch das, was sie zu tun, am Leben zu bleiben. Und nicht nur das. Und wir Menschen kriegen das nicht hin. Weil wir die Krone der Schöpfung sind. Weil wir gelernt haben, so kompliziert zu denken, dass wir das nicht mehr hinbekommen. Wir müssen arbeiten gehen.
Also, ne, wir nicht mehr. Wir haben das dann auch schon überstehen. Das fühlt sich gut an, ne, wenn man das mal dann gemacht hat, so ein paar Schritte gegangen ist. Und sich von seinen Bedenken nicht aufhalten hat lassen, sondern das zu tun, wo man am meisten, wo einem am meisten der Arsch auf Grundeis geht, aber man am meisten weiß, das ist aber das, was ich jetzt eigentlich tun sollte. Ja, dann wird das Leben zum Abenteuer. Ne? Mhm. Da muss man die Komfortzone ein wenig verlassen. Aber das Coole ist, dass man dieses abenteuerliche Leben, diese abenteuerliche Einstellung eben zur Komfortzone werden lassen kann. Ja. Wie schön, wenn man Leute um sich herum hat, mit denen man das machen kann zusammen. Ja. Mit denen drüber reden und offen austauschen. Ich meine, ja, und wer das nicht direkt zu Hause bei sich hat, so, der kann einfach dir so eine Webcam anmachen oder eine Videokamera und dann trotzdem offen reden und plauschen und plaudern und eben im Internet die finden, die genauso denken. Ne, wenn man sich dann über das Internet kennenlernt, dann kann man sich treffen, in real und all diese ganzen, ne, ja. Der Trick ist, sich mit denen zu umgeben, die gerade die gleichen Interessen haben wie ich. Oder du. Ja. Weißt du Bescheid? Schätzelein. Ne? So geht das. Ne? Hashtag Mai 2016 auch. Und Hashtag Liebe. Und Hashtag Okie Talk Festival. Ja. Und list2020.de. Und Seelenkram. Und Hashtag Seelenkram. Und Hashtag Hetz mich nicht. Ja. Und außerdem machen wir uns die Welt so, wie es uns gefällt. Genau. Ne? Und Hashtag jetzt ist Schluss. Auch. Wie schön sich das im Frieden lebt, wenn man ihn einmal wahrnimmt, ne? Und dann kapiert so, scheiße, der war immer da, direkt vor meiner Nase. Und ich habe mich so durch die Nachrichten davon ablenken lassen und mir vorgaukeln lassen, ich lebe in einer Welt des Krieges, dass ich das wirklich für real gehalten habe. Wie schön herauszufinden, dass es nicht real war, zumindest nicht die einzig wahre Realität. Und man sich zum Glück selber aussuchen kann, jeden Tag aufs Neue. Wie man sich seine Realität gestaltet. Und wenn ich mir angucke, was ich hier um mich rum habe. Und ich weiß, dass das kein Glück ist. Und das ist trotzdem Glück. Aber auf eine andere Art und Weise. Das hat mehr mit Glücksgefühl zu tun, ne? Statt mit zufälligen Einflüssen von außen. Nein, das habe ich mir gestaltet. So wie wir uns das alle gestaltet. Und jeder von uns weiß, wie er das gemacht hat. Das ist richtig geil. Jeder von uns kann genau erzählen, was ihn hierher gebracht hat. Wie er davon, alle hier, ne, alle in ihren Impulsen einfach nachgelaufen ist. Ne? Ja. Und sich alle wirklich hier gerade zu einem bestimmten Zeitpunkt intuitiv getroffen haben. Und hier, ohne dass wir vorher hätten drüber reden müssen, 2020 leben und installieren. Und so schön. Ja. Chillen zusammen. Und Leute, guckt mal ein bisschen öfter an den Himmel. Ja. Vor allem nachts. Und steht mal einfach ein bisschen rum. Ja, einfach mal rumstehen. Geil. Einfach mal rumstehen. Das ist auch die erste Lektion im Müßiggang. Von wem war es noch? Ich kann mich nicht erinnern, der Engländer. Erste Lektion im Müßiggang. In den Himmel gucken. Das geht so. Mega geil. Super geil. Kostet keinen Cent. Und jeden Moment, den man da rein investiert, gewinnt man. Das ist das Allergeilste. Ich bezahle mit etwas, was dann nicht nur auch in meine eigene Kasse geht, sondern es ist auch noch. Ich bin kein Investmentbanker, ne? Aber eine geilere Investitionsmöglichkeit habe ich noch nie gefunden. Überhaupt definitiv noch. Ich schenke einen Moment meiner verfügbaren Momente dem Universum, indem ich mich ihm hingebe und seiner Schönheit und dankbar bin
und bin selber in dem Moment das Universum, das dankend entgegennimmt. Was für ein esoterischer Wirrwarr, ne? Was für ein wirres Gelaber. Ne? Und dabei ist es eigentlich so einfach. Ja. Theoretisch. Praktisch auch. Ja. Ist halt eben ein immenser Unterschied, ob man darüber redet oder ob ich gerade erzähle, was ich hier gerade die ganze Zeit mache. Und wir haben so viel darüber geredet in den letzten Jahren. Und jetzt machen wir diese Aktion hier, um zu zeigen, wie wir das machen. Das ist nämlich um einiges effektiver. Video to Brain ist definitiv besser als bla bla bla. Jemand drin in dem Foto im Vogelhäuschen? Das habe ich mich gerade auch gefragt, als ich das gefilmt hatte. Was ist denn? Ich habe gar nicht gesehen, dass du es gefilmt hast, aber es war gerade so in meinem... Kannst du ja mal gucken gehen, ne? Ja. Willst du die Kamera mitnehmen? Ach nee, ich komme. Willst du die Kamera mitnehmen? Ja, nimm mal die Kamera mit. Samt Stativ. Mit den schönen Füßen. Das Stativ mit den schönen Füßen. Hallo, knock knock. Ist da jemand zu Hause? Who's there? Es wohnt jemand da. Gut, die Frage ist beantwortet. Das heißt, dieses kleine Häuschen werden wir ab jetzt genau wirklich in Frieden lassen. So, komm wieder nach Hause, kleines Vögelchen. Wir sind schon wieder weg. Ja, warum haben die auch keine Klingel da dran? Aber ehrlich gesagt, ich wirklich schon gerechnet, dass jemand kommt. Ich auch nicht. Naja, dann hätte es auch nicht geklappt. Ja, hätte ich auch gemacht. Ich wäre auch weggeflogen, wenn ich da auf einmal riesengroß an die Tür geklopft hätte. Wo ist dein blauer Ball, Tito? Nimmst du den mit und suchst du den nachher wieder? Da ist dein Ball. Geh den mal holen, der blaue Ball. Geh mal, super, bring ihn mit. Klasse. Du bist super. Ein kleiner Schweinehund. Oh, mit Hängematte ist das schön. Das Leben ist so schön. Wir haben Hängematte. Bald haben wir auch eine Schaukel. Leute, macht euch eine Schaukel in euren Garten. Eine Schaukel. Ja, so sieht es in 2020 Land aus. Wenn man Besseres zu tun hat, als sich rumzutanken oder mit den Fingern auf irgendwen zu zeigen, sagen, du bist schuld an den und den Missständen und mir geht's scheiße, weil du das getan oder nicht getan hast. Bäh. Doofes Spiel, doofe Nummer, steht kein Schwein mehr drauf. Und ist sowas von unnötig geworden. Das hier erleben wir, das ist hier ein Ausschnitt von, das ist immer so. Also wir sitzen nicht immer die ganze Zeit im Garten rum, aber das ist die ganze Zeit so chillig und so friedlich und man redet einfach miteinander und er freut sich an der Gesellschaft und wenn man mal ein Problem hat, dann weiß man, dass es sein eigenes ist. Und bald haben wir zwei Heidschnucken. Bäh! Voll toll. Ja, voll toll. Komm, gib mir mal den Ball. Ich flieg dir hinterher, du Drecksack. Irgendwann funktioniert das. Oh. Ich finde den Anknopf nicht von dem fliegenden Teppich. Er will einfach nicht. Auto funktioniert auch nicht mehr. Gesundheit! Ne? Bist halt angekommen, ne? Aber ich bin auch gerade echt einfach angekommen. Mir ist auch gerade gar nicht unbedingt danach viel zu reisen und mich groß wegzubewegen. Im Moment erlebe ich mal dieses Gegenextrem von... Also es ist auch gar nicht so schwer, einfach mal für eine Weile das Grundstück überhaupt nicht zu verlassen. Und in unserem eigenen kleinen Kosmos zu leben, aber ganz bewusst. Ist ja nicht so, als wäre das jemals anders gewesen. Ich bin so verliebt in diesen Platz. Ne? Es ist so schön. Ne? Aber es ist halt eben... Ne, ist eigentlich egal, wo man da ist. Man kann alles in so einen schönen Platz verwandeln, an dem man sich wohlfühlt. Wenn man sich einfach nur liebevoll behandelt mit den Leuten, die da sind. Und es ist so leicht eigentlich, Menschen so zu akzeptieren und zu lieben, wie sie sind.
und es zu schätzen, wenn sie anders sind als man selbst, weil man sich darüber bereichern kann. Man muss sich ja nicht über seine unterschiedlichen Meinungen streiten. Kann man einfach akzeptieren, dass der andere gerade eine Meinung hat. Eine andere. Ich glaube, jetzt sieht man es ein bisschen da hinten. Ne? Guck mal. Ja. Krass. Da ist eine Hake im Baum. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Nee, habe ich auch nicht. Und ich muss gerade echt suchen, wo du gerade bist. Ach, da! Krass! Die steckt da auf einem Ast drauf, ne? Ah, wir haben hier viele Dinge noch nicht gesehen auf diesem Grundstück. Stimmt. Leute, macht euch das Leben schön. Ne? Ja, macht euch einfach das Leben schön. Das große Geheimnis ist, ja, wir sind alle beeinflusst worden, aber wir waren die, die uns das Leben jeden Tag hässlich gemacht haben. Und wir haben so viele Leute in den letzten Jahren gesagt, ja, Bauchi, du kannst dir doch nicht einfach das Leben schön reden. Und immer mehr kam klar raus, doch, anscheinend schon. Und zwar genauso, wie ich es mir auch hässlich reden kann. Und bloß weil das da draußen sehr in Mode ist, sich das Leben unschön zu reden, muss ich das nicht mitmachen. Und die größte Überwindung war tatsächlich, diesen blöden Bedenken endlich mal loszuwerden und tatsächlich sich zu erlauben, sich das Leben schön zu reden. Was es überhaupt nicht weniger real macht oder sonst irgendwas, nur halt eben vollständig anders in der Wahrnehmung. Und ich habe einen anderen Blick auf die Dinge. Aber einen, mit dem ich selber klarkomme. Nee, nicht an die Quelle, sondern an den Mühlen. Hört auf euren Bauch. Euer Herz. Ja, ich dachte, wir warten noch. Big Love. Hampelmann. Hampelmann. Das ist auch so.